Hallo liebe Sommers Wortzocker, erstmal danke fürs Einschalten und willkommen zurück bei Summon Guide. Ich bin der Kognizan und ich chill heute hier mit dem Sti. Hi Leute. So, ihr habt sicher gesehen, dass die Beschwörungen geändert haben. Das heißt, diese Woche gibt's, schauen wir hier, da kann man es besser sehen, den Ariel. Eine sehr schöne Auswahl, kann sehr man sagen. Sehr schöne Auswahl. An Arkan, Netflix. Ariel. Bryant, Delphoi, Barretta. Ich finde, diese Auswahl sieht eigentlich ganz schön ordentlich aus. Auf ihn bin ich eigentlich aus. Also grundsätzlich, na klar, also die Net 5s, die sind schon schön, auf jeden Fall. Aber den Bryant, den habe ich noch nicht und den möchte ich wirklich unbedingt, weil er hat einen coolen Revive. Ihr kennt den ja vom Steel, er hat den ja bereits schon eine längere Zeit. Jo. Bryant sollte man lieben, wenn man ihn hat. Ein Must-Have ist er nicht, weil ja, man kann ihn sich nicht bauen, man muss ihn wirklich erst ziehen. Aber ist auf jeden Fall ein Must-Leave, für wenn er mal kommt. Also kann man wirklich gebrauchen. Auf jeden Fall. Und deswegen, du könntest ihn jetzt auch noch gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, den Barretta habe ich jetzt schon, aber ich möchte den halt auch nicht, sag mal, wasten. Ja, als Food, als Fusion Food. Als Fusion Food, genau. Weil man braucht ja den, nice. Ihr wisst das ja hoffentlich alle, man braucht ja den. Für was brauchen wir den? Für ja, die Valkyrie, genau. Und ich habe den, muss man sagen, 5 Sterne Evolved, habe ich den bereits. Und der macht einfach enormen Schaden. Also wenn ihr den noch nicht habt, baut ihn euch also unbedingt. Also gut, enormen Schaden ist jetzt nicht der übelste Damage-Dealer. Er macht halt einfach übelst viel kontinuierlich Damage. Und durch das Schaden. Und ja, durch das Schaden, vor allem auf Bosse und so weiter. Und ja, genau. Natürlich auch wegen seinem Angriffsbalken. Reduce, welche es auf Null setzt, das ist natürlich sehr nice. Genau, das wäre die, oder? Er ist einfach ein wie sagt man, ein Angriffssupporter. Er supportet, ja, auf jeden Fall. Wie die Rakshasa, es geht so ein bisschen in diese Richtung, würde ich sagen. So, wir sollen vielleicht noch kurz sagen, das wird jetzt hier kein Steine-Guide, sondern das wird eine Summoning-Session. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt. Genau. Wir haben einfach mal die Steine durchgeschaut, sieht schon mal sehr nice aus. Und ja, jetzt wollen wir natürlich auch was beschwören, das heißt der Kognizan. Auf jeden Fall. Ja, da kommen noch ein bisschen Mysticals dazu. Ich will auch ja auch nicht ganz enttäuschen, weil ja auch der Steel hatte bisher noch leider noch nicht so Glück mit den Steinen. Mit den Steinen? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Diese verfickten Scheißsteine. Genau, deswegen. Also so. Ich denke, also wir labern hier extrem viel. Wir starten jetzt einfach mal mit den Steinen. Erste Beschwörung und ja, schlechter als bei mir kann es nicht kommen. Der Beerman. Beerman. Sollte eigentlich ein Bier in der Hand tragen, der Beerman. Ja. Mumie. Wer wollte die noch nicht? Jo, ist nicht schlecht, aber ja, 3-Star. Komm schon, noch ein Beerman. Sehr nice. So kennen wir Come to Us. Ist noch eine Mumie. Jetzt kommt noch eine Mumie oder noch ein Beerman. Ja. Napkin, Michelle. Ja, leider kein Food mehr, aber auch ein Revive, muss man sagen. Ja, gut. Könntest du dir notfalls noch bauen, die Michelle? Wenn du jetzt gar kein Bryant oder ähnliches ziehen würdest. Jo. Ach. Komm schon. Come on. Da muss doch was kommen. Da muss doch ein Lightning geben, das kannst du nicht sein. Ja, viel. So viele Steine. Das war der dritte Beerman. Bearman, Beerman. Was whatever. Auch immer. Noch eine Michelle. Ja, das ist halt bei den Steinen so, da farmst du halt wirklich immer dieselben Monster. Was ist los heute? Ich finde es ein bisschen asozial. Bei den Steinen hat man das Gefühl, es ist auf alle Monster die gleich große Chance. Aber das ist nicht ist so. Ist nicht so. Nee. Da kommen nur 3-Stars. Wirklich nur. Ich muss sagen, ich hatte ja einmal schon Steine beschworen. Und da hatte ich auch schon Lightning. Nice, Lightning. Ach, der Lich. Mm. Ach was. So genau dieses Monster hättest du nicht gewollt. Am wenigsten gebrauchen können. Ja. Okay, ja. Food. Du hast den gelben noch auf der Seite, ja, oder? Kannst du dir für den mal lieben. Ja. Der gelbe ist ein guter Farmer. Der geht nicht down, macht ordentlich Damage. Ja, der blaue ist. Der hat immer Schild irgendwie in der Arena. Ja, der hat immer Schild. Jede Runde hat er ein Schild. Ja, hoffen. Natürlich. Ach, Mumie Nummer 3. Dass da noch was bei rauskommt. Jo. Ich würde auf jeden Fall noch ein Lightning wünschen oder auf jeden Fall Netz 5. So, Beerman Nummer 4. Sehr geil. Nur noch 3 Beschwörungen. Leider nein. Noch ein Beerman? Alter, was los hier? 5 Beermans? Kann's doch nicht sein. Give me
Net 5. Please. Vielleicht. Ja, so ein Ariel, das wäre schon schön. Könntest du gebrauchen. Und. Kann's ja Elende. Nicht sein. Elendensteine, ehrlich. Ach was. Nee, kein Platz mehr. Ach was. Woher, warum hast du keinen Platz mehr? Ich weiß auch nicht. Hast du nicht noch dein Lager? Ist das nicht noch leer? Das kann oder sein. Oder ist das ziemlich voll? Ich lage einfach mal ein bisschen ein. Oh ja, da hast du noch ordentlich Platz da. Hat ja noch was Platz hier. Nee, aber echt, diese Steine, die gehen mir wirklich so auf den Sack, ey. Da kommt wirklich nichts bei raus. Deswegen, keine Ahnung, ich erwarte eigentlich nichts von den Steinen. Auch wenn da ein gutes Monster dabei ist. Ich spare mir die eigentlich gar nie auf, weil da kommt sowieso nichts. Nee, jetzt hast du aber... Das war kein Stein, oder? Doch. War das ein Stein? Das war der letzte Stein. Mumie Nummer 5. Jetzt hast du 5 Mumien oder 6... Nein, 5 Mumien und 5... Beermans. Ja, ja. Leider nice. Nichts dabei. Thank you, come to us. Leider nichts dabei. Ja. So. Naja, wir gehen weiter mit den Mystical Scrolls und hoffen da auf etwas. Jo, ein Lightning sollte schon noch kommen. Auf Lightning. Der blaue. Der blaue. Den roten. Den roten habe ich, ja. Aber was kann der blaue? Ich kann mal schauen. Die kritische Rate von allen Verbündeten und senkt deren Chance, einen kritischen Treffer für 2 Runden zu. Ja, okay. Aber der rote ist ein bisschen besser, würde ich sagen. Kannst du den lieben? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht das Food. Und ja, Talk. Food für meinen Dunkelheit. Für Basalt. Basalt ist natürlich sehr nice. Letztens gedroppt. Rote Harpie ist, je nachdem, vielleicht ein Necromonster. Wäre ein ordentlich gutes Necromonster für die, die wirklich Necro farmen können. Ach was. Jetzt kommt ja auch noch eine Mumie. Nee. Ach was. Mumie Nummer 7 oder 6 oder keine Ahnung. So, die könnte, nee, das ist die rote. Die Wind könnte ich gebrauchen als Fusion für die Katharina. Ach was, komm, da geht doch schon Lightning, oder nicht? Ach, Food, den kann ich gebrauchen. Für? Ich habe den Vigor. Vigor. Vigor auch gespielt jetzt. Vigor ist nice. Ja, der ist wirklich auch Food für Bernie. Oh, Lightning, nice. Danke. Nice. Und? Kürbis. Hm. Naja, okay. Das ist ein Streifschuss zu erzielen, regeneriert die HP für 2 Runden. Naja, ich mag den gelben, den Wind. Als Support. Der finde ich nice, den blauen kann man auch gebrauchen. Der rote ist jetzt nicht ein Traummonster. So, nochmal der blaue. Okay. Zwei letzte Rolle. Komm, die letzte gibt nochmal ein Lightning. Lightning, hoffe, come to komm us. Schon. Nein. Ah. Das kann es ja nicht sein. 2 Lightnings? Was ist los hier? Wie man sieht. Schade. Das war heute ebenfalls kein. Diese Steine, die haben nie einen guten Tag. Aber hat gut ausgesehen. Ja. Hat gut ausgesehen, auf jeden Fall. Ja. Eigentlich müsste man da bloß auf die 3-Sterne-Monster gucken, ob man da was für ein Food gebrauchen kann. Ansonsten war das wieder mal der perfekte Beweis dafür. Dass die Steine einfach nichts bringen. Ja, das ist halt so in diesem Spiel, denke ich. Also allgemein auch die Drop Rate ist sehr niedrig, das wisst ihr ja. Kann man nichts machen, aber Food kann man immer gebrauchen. Auf ist nicht Fall. Das, was man sich immer wünscht, aber gebrauchen kann man es immer. Den habe ich noch bekommen letztens. Ach ja, der ist sehr nice. Tesarion, nee, Theomas. Theomas, den habe ich schon bekommen. Am Freitag war das? Ja, vor 3 Tagen. Freitag. Ich habe den jetzt hochgespielt und muss sagen, also mit dem bin ich wirklich glücklich. Theomas ist übelst. Wirklich nice, wirklich nice. Macht enorm Damage. So wie du ihn geruhnt hast, ist eigentlich ganz cool. Du hast ihn auf Violent, hast jetzt momentan noch ein Broken Set drin. Macht aber gar nichts, weil er hat ordentliche Runen drin. Und das kannst du ja früher oder später bestimmt noch beheben, sobald du da mal eine ordentliche Revenge-Rune für den bekommen hast. Der Theomas ist auf jeden Fall nice. Musst du nur noch erwecken. Ja, ich denke, aber jetzt einen Guide noch machen. Wir belassen das jetzt mal so mit der Summoning Session und schreibt euch in die Kommentare, ob ihr noch einen Guide dazu möchtet zu diesem Monster. Theomas auf jeden Fall. Würde mich freuen, dazu einen Guide noch zu machen. Wärst du gar der Einzige, der einen Theomas hat von uns allen? Ja,
Ja, genau deswegen habe ich mir das auch überlegt, das wäre sicher. Aber schreibt es doch in die Kommentare, ob ihr so einen Guide machen, ob ich so einen Guide machen sollte. Ja, und dann Und haben wir. ansonsten einfach danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like oder ein Abo da. Wir würden uns freuen. Und ansonsten war es das eigentlich. Und wir sehen uns, ich würde sagen, beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.